Es ist merkwürdig, wie rasch sich das Dasein eines Menschen verändern kann. Da waren wir beide nun unser ganzes 16-jähriges Leben lang auf demselben holprigen Kopfsteinpflaster in dieser verschlafenen kleinen Garnisonsstadt herumgelaufen, wo nichts geschah, rein gar nichts. Wenn man das Ereignis nicht mitzählt, wie uns damals ein Schornsteinfeger fast auf den Kopf gefallen wäre, als wir in der breiten Straße an einem dreistöckigen Haus vorbeigingen. Aber sonst überhaupt nichts. Nachmittags gingen Kerstin und ich natürlich die breite Straße auf und ab, bis wir Rückenschmerzen kriegten. Beim Grand Kino machten wir immer kehrt, nachdem wir vorher einen Blick in das große Schaufenster geworfen hatten, um festzustellen, dass man jedenfalls schlechter hätte aussehen können. Genau genommen brauchte ich in kein Schaufenster zu schauen, um mir über mein Aussehen klar zu werden. Ich brauchte nur Kerstin anzusehen, denn sie ist mir fast noch ähnlicher als ich mir selber. Kerstin, du möchtest mir bitte mal beim Abwaschen helfen. Aber Mama, ich bin doch Barbro. Das war gelogen. Und du weißt doch, dass ich zur Nachhilfe muss. Na, dann ab und los. Wiedersehen, Mama. Ich mach mich mal auf den Weg. Wie bitte? Du bleibst schön hier und hilfst mir beim Abwasch. Aber Mama, ich hab doch Mathe-Nachhilfe. Seit wann hast du denn mittwochs Nachhilfeunterricht, Kerstin? Aber Mama, ich bin doch Barbro. Kerstin, komm bitte sofort her. Kerstin und ich. Nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Astrid Lindgren. Wenn man seit 16 Jahren ein Zwillingspaar ist, macht sich das bemerkbar, das kann ich versichern. Und wenn ich nicht einen kleinen braunen Fleck auf der linken Wange hätte, könnte kein Mensch wissen, wer Barbro ist und wer Kerstin. Aber ich jedenfalls bin Barbro, das möchte ich ein für alle Mal festhalten. Eigentlich spielt es ja keine größere Rolle, da wir genau gleich aussehen und über alles genau die gleichen Ansichten haben und mit genau denselben Jungen tanzen. Ich persönlich konnte mir nichts anderes vorstellen, als dass es immer so weitergehen müsste. Bis am Ende der Tod als Befreier käme. Aber dann, eines Tages, geschah doch etwas. Lasst mich mal bitte in Ruhe. Der Anlass war der, dass Papa 50 Jahre alt wurde und als Major seinen Abschied bekam. Papa ist ein großer, starker, gesunder und kräftiger Mann und kein Mensch kann glauben, dass er einen Tag älter ist als 40. Also konnte er ja nicht gut die Hände in den Schoß legen und auf sein Ende warten. Er zerbrach sich den Kopf, was er tun könnte. Eine Lebensversicherungsgesellschaft wollte ihn als Agenten haben und versprach ihm bedeutende Einkünfte. Tja. Stört ihn nicht, er denkt nach. Eines Abends war Papa mit dem Grübeln fertig und kam ins Schlafzimmer, wo Mama gerade vor dem Toilettenspiegel saß. So. Papa stand mitten im Schlafzimmer mit wirrem Haar und aufgeknöpften Uniformrock. Ich hab's. Wisst ihr, im Grunde bin ich wie geschaffen zum Versicherungsagenten. Ich glaube, ich würde viele saftige Versicherungen abschließen, zumal ich keinen Deut von Landwirtschaft verstehe. Papa ist nämlich auf dem Land geboren. Auf einem alten Gut. Es heißt Lillhamra und ist seit endlosen Zeiten im Besitz seiner Familie. Weder Kerstin noch ich hatten Lillhamra je gesehen, aber Papa hat uns immer von seiner Kindheit erzählt. Dabei wurde er dann jedes Mal ganz poetisch und wir wurden grün vor Neid bei seinen glühenden Schilderungen von Weihnachtsfesten auf dem Lande, Schlittenfahrten, Mittsommerfesten und Spukgeschichten am lodernden Kaminfeuer. Überhaupt, das sind keine Zeiten für die Landwirtschaft. Ich möchte sogar behaupten, dass es einem Menschen, der in der Stadt geboren ist, so gut wie unmöglich ist, in einem entlegenen Winkel wie Lillhamra auf dem Land zu leben. Und ich meine, naja, ob es wohl vielleicht möglich ist, Mord. Und Papa wandte sich direkt an Mama. Ob du dir vielleicht vorstellen kannst. Naja, kurz, ob du irgendwie bereit wärst, mit mir zum Beispiel nach Lillhamra zu gehen und dich dort, nun ja, niederzulassen. Einen unerhört spannenden Augenblick lang war es ganz still. Dann hörten wir Mamas ruhige, etwas kühle Stimme. Ja, lieber Nils. Ja, lieber Nils, das will ich. Papa stand zuerst bewegungslos da. Dann traten ihm Tränen in die Augen.
Das ist immer so bei ihm. Meine feine, schöne Prinzessin. Wie habe ich dich lieb. Ich bin hoffnungslos und für ewig in dich verliebt. Ich werde nie den Augenblick vergessen, als ich Lilhamra zum ersten Mal sah. Es war ein Märztag mit lauen Winden, in den Gräben stand Tauwasser und in der Luft war etwas wie Frühling. Hier, guck mal, in diesem Tümpel wäre ich beinahe einmal ertrunken. Was? Ja, da war ich noch ganz klein. Und bestimmt ganz süß. Der schmale, gewundene Weg führte durch einen Wald, der direkt aus einem Märchenbuch zu stammen schien. Und die ganze Zeit ging es bergauf. Sag mal, Papa, liegt Lilhamra jetzt oberhalb oder unterhalb der Baumgrenze? Da, schaut! Diesen Berghang bin ich einmal runtergerutscht. Dabei habe ich mir die Hosen zerrissen. Allmählich wich der Wald zurück und zu beiden Seiten des Weges waren Laubbäume und Felder, auf denen gerade der letzte Schnee schmolz. Schließlich fuhren wir durch eine Allee von Pappeln und ich sah, wie Papa vor Spannung erstarrte. Lilhamra. Wir sind am Ziel. Ist doch ganz... naja. Ein niedriges, weißes, einstöckiges Gebäude mit kaputtem Dach, viele kleine Fensterscheiben, die im Schein der sinkenden Sonne wie Feuer flammten, zwei Flügelgebäude, ja und hoch über dem Dach des Hauses reckten zwei mächtige Linden ihre kahlen Kronen in den Frühlingshimmel. Tag, Johann. Willkommen auf Lilhamra. Los, Mädels, gebt mal die Hand. Das ist Johann Rosenquist, unser Großknecht. Guten Tag. Guten Tag. Wir begrüßen auch die übrigen Leute. Tag, ein Stallknecht von bescheidenem Aussehen, er hieß Ferm. Seine Frau, die viel energischer aussah und die Kinder, von denen es etwa ein Dutzend zu geben schien. Außerdem war ein Jungknecht da, der vergnügt und rotbackig aussah und Olle hieß. In der Küche stand Edith, wie Papa sagte, eine der prächtigen Jungfrauen des Dorfes. Gott behüte. Wir lassen alles instand setzen, liebe Maud. Wir lassen alles instand setzen. Ja, natürlich, das nehme ich an. Es ist ja ganz schön mit einem kaputten Dach. Aber so kaputt braucht es nicht zu sein, dass es durchregnet, finde ich. Hier ist ja viel zu tun. Wenn nun Lilhamra in so schlechtem Zustand war, dass wir dort nicht wohnen konnten, und wenn es Mama nicht gefiel? Papa kann sich über nichts freuen, was Mama nicht gefällt. Was meinst du? Sollen wir alles aufgeben und versuchen zu verkaufen oder einen neuen Pächter zu finden? Aufgeben? Bist du verrückt? Das wird eine Freude, hier aufzuräumen. Ein Glück. Jetzt sollt ihr den Stier sehen. Die warme Stallluft schlug uns entgegen. Der Stier erwies sich als ein Riesenkerl und er hieß Adam Engelbrecht, wie auf der kleinen schwarzen Tafel über seiner Box zu lesen war. Das ist unser Prachtkerl, Adam Engelbrecht. Adam Engelbrecht? Das klingt so reizbar. Papa war unruhig. Er hatte das ganze Inventar vom Pächter übernommen. Tiere, Maschinen und Geräte. Ah, ein Heuwender. Die Geräte, das war alles nur ein Scheiß. Ja, das hier wird Geld kosten. Wir werden verflixt sparsam sein müssen, meine lieben Spatzen. Aber ihr sollt meine alten Walderdbeerstellen erben. Papa machte eine Miene, als verschenkte er 1 Million. Und bald sah ich ein, wenn mein Leben schief geht, so kommt es ausschließlich daher, dass ich keine eigenen Walderdbeerstellen hatte, als ich klein war. Ha, war das eine Zeit, die ersten Wochen auf Lilhamra. Es war ein Kampf auf Leben und Tod. Mit den verschiedenen Handwerkern, Tischlern, Malern und Tapezierern. Das ganze Haus war von dem Geruch von Leim und Farbe erfüllt. Kerstin, Mama im Overall leitete die Schlacht wie ein Feldherr. Sie tröstete Papa, wenn er verzweifelt darüber war, wie viel Geld alles kostete. Lilhamra, das sage ich euch, wird noch bevor im Herbst das Laub fällt, der schönste und bestbewirtschaftete Hof im ganzen Kirchspiel sein. Ich habe zum Beispiel vor, in dem alten 100-jährigen Waschhaus eine finnische Badestube einzurichten. Und dann... Er streifte einige seiner Pläne und ich hatte den Eindruck,
Es würden mindestens ein paar Menschenalter nötig sein, um auch nur die Hälfte von dem durchzuführen, was er vorhatte. Das ist doch ein gemeiner Trick! Nein, das ist Erbfolge! Streit gab es nur um einen alten Sekretär aus Großvaters Möbeln, die im linken Flügel die ganzen Jahre gelagert hatten. Ich bin der Meinung, der gehört mir. Ich bin der Meinung, der gehört mir. Und wieso bitte schön? Schließlich habe ich das Erstgeburtsrecht. Ich bin 10 Minuten älter als du. Mit diesen 10 Minuten kommt sie immer an, wenn sie irgendetwas durchsetzen will. Na schön. Dann solltest du als die Ältere und Vernünftigere deiner kleinen Schwester doch wohl so einen elenden kleinen Sekretär gönnen. Finde ich nicht. Gut, da ich immer Achtung vor dem Alter gehabt habe, begnüge ich mich mit diesem entzückenden kleinen Schaukelstuhl und diesem netten Mahagonitisch. Johann tat, was er konnte, um Papa in die Geheimnisse der Landwirtschaft einzuweihen. Papa hatte wohl viele seltsame Pläne. Und wenn er sie Johann auseinandersetzte, bekam er unverändert dieselbe Antwort. Wir könnten doch Tibetrinder ansiedeln. Das sollten Sie lieber nicht machen. Ich habe eine Idee. Wir sollten einen Zwinger für Schäferhunde anlegen. Das sollten Sie lieber nicht machen. Ich glaube, Johann, wir könnten sehr viel Geld verdienen, wenn wir 2 Treibhäuser für Tomatenzucht bauen. Das sollten Sie lieber nicht machen. Schließlich riss Papa der Geduldsfaden. Wer ist hier eigentlich der Herr? Ich oder du, Johann? Natürlich Sie, Herr Major. Aber ich finde trotzdem, Sie sollten es nicht machen. Und wenn Johann seine Meinung gesagt hatte, konnte man die Sache für erledigt ansehen. Als wir zum ersten Mal durchatmen konnten, nahmen wir uns frei und radelten in den Ort hinunter. Wir hatten in Löfbergs Modegeschäft ein paar schicke dunkelblaue Tischlerhosen aus Manchester-Samt gesehen und erzählten Papa, dass wir nichts Rechtes anzuziehen hatten. Und was sollen die kosten, meine Süßen? Lächerliche 28 Kronen pro Stück. Papa sah uns stumm an. Dramatisch wie Hamlet in der Todesszene zog er die Brauen in die Höhe. Hier, seht euch mal diese Rechnung an, die ich gerade bekommen habe. Nur für Kunstdünger. Da bittet man in aller Freundlichkeit um ein paar blaue Tischlerhosen und dann werden einem stattdessen 7000 Kilogramm Kunstdünger ins Gesicht geschleudert. Ich finde das gemein. In den nächsten Tagen waren wir ziemlich schlecht gelaunt. Und unwillig bei der Arbeit. Kerstin und Barbro, wie würdet ihr es finden, wenn wir wieder in die Stadt zögen? Wie bitte? In die Stadt zurück, was meinst du? Auf keinen Fall. Lieber sterben. Ja, aber denkt doch, wie viel ihr bekommen könntet, was wir euch nicht geben können, wenn wir Lilhamra halten wollen. Zum Beispiel Manchester-Hosen. Kerstin und ich sahen sie verlegen an. Ihr müsst begreifen, dass wir jeden Groschen umdrehen müssen, wenn wir dies Unternehmen, auf das wir uns eingelassen haben, durchhalten wollen. Ja, Mama. Papa und ich haben wohl gemerkt, dass ihr in den letzten Tagen arbeitsunlustig gewesen seid. Nur wer arbeitet und die Arbeit lieben gelernt hat, kann jemals glücklich sein. Und wir können auf eure Arbeitskraft für Lilhamra ganz einfach nicht verzichten. Mhm. Übrigens sollt ihr die Hosen bekommen, weil ihr tüchtig gewesen seid. Und jetzt gute Nacht. Wir kauften die blauen Hosen und ließen es uns so richtig gut gehen. Wir saßen fast 2 Stunden in der Konditorei, aßen uns nudeldick an Kuchen und schlenderten durch die Straßen. Schnell, sieh mal nach, ob mein Unterkleid vorguckt oder ob mit unseren Kleidern sonst irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich kann nichts Ungewöhnliches entdecken. Gut, dann sind ausschließlich unsere Schönheit und unser Charme daran schuld, dass die Leute sich nach uns umdrehen. Als wir bei unserem Triumphzug an der Post vorbeikamen, trat gerade ein junger Mann heraus, bei dessen Anblick nun wieder wir die Augen aufrissen. Seine Haare waren so schwarz, dass er fast wie ein Südländer aussah und seine Haut war ganz braun. Anschlag für mich, ich habe ihn zuerst gesehen. Na klar. Und außerdem bist du ja auch noch 10 Minuten älter. Aber wenn er sich nun gegen alle menschlichen Vermutungen für ein so altes Mädchen wie dich interessieren sollte, ja, wie willst du es anstellen, ihn kennenzulernen?
Ich hoffe, liebe Kerstin, du gehörst nicht zu der Sorte Mädchen, die auf Straßen und Plätzen fremde Männer aufgabeln. Reg dich nicht auf. Aber wenn er hier in der Gegend wohnt, lässt es sich vielleicht gar nicht vermeiden, dass man sich gelegentlich begegnet. Der wohnt doch nicht hier in der Gegend. Du siehst doch, dass so einer nicht in diesem Nest zu Hause ist. Es sollte mich nicht wundern, wenn er direkt aus Paris käme. Kerstin musste zum Zahnarzt und ich holte mein Fahrrad von der Molkerei und fuhr nach Hause. Ich war gerade dabei, vor dem Haus zu haken, als Kerstin durch das Gartentor trat. Die Sache ist klar. Jetzt kenne ich ihn. Wen? Erik, den Ausländer. Kerstin, Margareta, Elisabeth, was hast du getan? Hast du Schande über den guten Namen deiner Väter gebracht? Reg dich nicht auf. Wenn man sein Rad 300 Meter lang bergauf schieben soll und am gegenüberliegenden Wegrand schiebt ein junger Mann auch sein Fahrrad, dann hat man, weiß Gott, das Recht, Gedanken übers Wetter auszutauschen. Ja. Wir hatten denselben Weg, musst du wissen. Denselben Weg? Er ist dir nachgegangen, kapierst du das nicht? Hast du herausgekriegt, ob er in Paris war? Nee, aber er war ziemlich oft in Jönköping. Dort hat er nämlich die Schule besucht. Und kannst du raten, wer er ist? Er ist der Sohn von Samuelsson, auf gut Blomkulla. Husa. Dann hat er Geld. Es passt. Ich heirate Erik und mache Blomkulla und Lilhamra zu einem Gut. Immer mit der Ruhe. Heirate meinetwegen diesen Adonis. Aber Lilhamra behalte ich. Ich werde eine Landwirtschaftsschule besuchen und eine unverheiratete Musterlandwirtin werden, die Lilhamra und die ganze Gemeinde mit eiserner Faust regiert und den Eltern ein gesichertes Alter verschafft. Unverheiratet. Du mit deinem Aussehen. Dieses eingebildete Kamel. Sie sieht ja selber genauso aus. Erik erwies sich als wirklich sehr netter und wohlerzogener junger Mann. Aber ich wurde allmählich etwas böse auf ihn, denn er nahm mir schrecklich viel von Kerstin weg. Darf ich mal den Fleck auf deiner Wange sehen? Hey! Ah, du bist Barbro. Ist Kerstin da? Abend für Abend machte sie nun lange Spaziergänge mit ihm. Sie bot mir großzügig an, mich mitzunehmen, aber zu meiner eigenen Ehre muss ich sagen, dass ich weiß, wann ich überflüssig bin. Ich schlenderte allein auf den Wiesen herum. Irgendwo hinter den Wiesen von Blomkulla saß ein kleiner, wehmütiger Kuckuck und rief. Der Kuckuck, der von Süden ruft, ruft uns in die Totengruft, dachte ich. Ich sehnte mich von ganzer Seele nach einem Gleichaltrigen, mit dem ich spazieren gehen und schwatzen konnte. Aber ach, als ich in der Dämmerung nach Hause wanderte, war der Weg öde und leer, leer wie mein Herz. Barbro, geh doch gleich in die Fabrik und sieh zu, dass du Werkmeister Söderlund mitbringst. Soll geschehen, Herr Major. Söderlund wird herkommen und wenn ich ihn mit dem Lasso einfangen muss. Das alte Waschhaus, das so schön zwischen weißen Birkenstämmen lag, war eine gemütliche finnische Badestube geworden. Es zeigte sich jedoch, dass mit dem Ofen irgendwas nicht in Ordnung war. Papa rief den Oberingenieur der Fabrik an, der einen Werkmeister zu schicken versprach. Aber kein Werkmeister kam. Wo bitte finde ich Werkmeister Söderlund? Der ist da drin. Er deutete auf eine Tür. Da stand ein männliches Individuum in einem schmutzigen Trainingsanzug, das Gesicht gut mit Maschinenöl eingeschmiert. Ja, guten Tag. Sie kommen jetzt mit und zwar ein bisschen Dalli. Wer? Ja, aber... Keine Widerrede. Sie fahren jetzt mit und wenn ich Sie chloroformieren müsste, ja? Ja, Sie können Gift drauf nehmen, dass ich am Samstag baden möchte. Es ist Ihre Sache, es möglich zu machen. Er folgte mir ganz bereitwillig und schwang sich auf sein Rad. Wir radelten schweigend nebeneinander her. Er war wirklich ein noch sehr junger Werkmeister und er sah ganz nett aus. Aber er lächelte dauernd vor sich hin und ich wurde gereizt. Kann man vielleicht mal erfahren, was eigentlich so amüsant ist? Ich möchte gern mitlachen. Ach, nichts. Zu Hause stand Papa an der Gartentür. Ich hab ihn. Wenn ein Mann eingefangen werden soll, wendet euch vertrauensvoll an Barbro. Hier ist der kleine Schuft. Darf ich vorstellen? Herr Söderlund, mein Vater. Das soll Werkmeister Söderlund sein?
Wenn ich nicht irre, ist es Waldemars Sohn. Was? Der junge Mann war der Sohn des Oberingenieurs der Fabrik, mit dem Papa anscheinend befreundet war. Ich schnappte nach Luft wie ein Fisch. Ja, warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Ich hab's ja versucht, aber ich bin nicht zu Wort gekommen. Bleiben Sie doch zum Abendbrot. Danke, gern ein andermal, wenn ich etwas präsentabler aussehe. Vielleicht kann ich mir den Badeofen trotzdem einmal ansehen. Ich saß auf dem Zaun an der Allee, als er nach Hause radelte. Einen schönen Abend, Fräulein Barbro. Guten Abend. Ich glaube doch, dass Sie Bergmeister Söderlund sind. Aber Sie sind als Kind vertauscht worden. Am Samstagabend, als Kerstin mich wie gewöhnlich Eriks wegen im Stich gelassen hatte, ging ich aus, um endlich meine neuen Hosen spazieren zu führen. Auf dem Fahrrad kam mir ein junger Mann entgegen. Er hatte blaue Augen und kam mir merkwürdig bekannt vor. Obwohl es eine Weile dauerte, bis ich meinen Werkmeister wiedererkannte. Guten Abend. Sind Sie es oder sind Sie der Zwilling? Das kommt ganz drauf an. Können Sie zufällig sehen, ob ich einen braunen Fleck auf der linken Wange habe? Ja, das haben Sie. Gut, dann bin ich es. Das hatte ich mir übrigens auch gedacht. Na, da habe ich ja Glück. Also, Sie machen heute Abend eine Spazierfahrt, Herr Söderlund? Müssen Sie mich Söderlund nennen? Wie denn sonst? Ich heiße Björn, das ist ein ganz brauchbarer Name, finde ich. Stimmt. Und was führt Sie in diese Richtung, Björn? Ich wollte nur kontrollieren, ob eine gewisse junge Dame richtig gebadet hat. Ich habe strenge Order bekommen. So. Er begleitete mich nach Hause und wir kamen gerade recht zum Abendbrot. Es ist wirklich nett von Ihnen, Björn, dass Sie sich ein wenig um Barbro kümmern. Sie ist in letzter Zeit zu einsam gewesen. Oh, wenn die Mütter doch nicht solche schrecklichen Sachen sagen würden. Danke, Mama. Weißt du, ich glaube, ich kann mich ganz gut um mich selber kümmern. Wir wollten uns eben über den Salat hermachen, als Kerstin und Erik erschienen. Hallo miteinander. Guten Abend. Hallo. Hallo, Erik. Hallo. Als ich Tee eingeschenkt hatte und Björn sich Zucker nehmen wollte, stieß er seine Teetasse um. Oh, Entschuldigung. Ist nicht so schlimm, Björn. Er errötete etwas und beugte sich vor, um Mama zu helfen. Dabei fiel ihm eine blonde Locke in die Stirn und in dem Augenblick fühlte ich plötzlich, dass ich ihn bestimmt sehr gern haben könnte. Was haltet ihr davon, wenn wir alle zusammen am Sonntag einen Ausflug machen? Perfekt. Und wohin? Na, wir könnten den Mädels doch die Walhallschlucht zeigen. Gute Idee. Wir rudern über den See und wandern von dort. Gerade als wir am nächsten Tag beim Mittagessen saßen, kam Ferm hereingestürzt. Der Stier! Der Stier stirbt! Was? Wir stürzten hinaus. Auf einer Kleewiese hinter der Scheune fanden wir den armen Adam Engelbrecht, der qualvoll brüllte und dessen Bauch zu doppelter Größe aufgebläht war. Ein Opfer der grässlichsten Kolik. Können wir nicht einen Einlauf machen? Ja. Red keine Dummheiten. Ich hole meinen Revolver und erschieße ihn. Ich kann nicht mit ansehen, wie das arme Tier sich quälen muss. In diesem Augenblick kam Johann herbeigelaufen, schnell wie die Feuerwehr. Ich finde, das sollten Sie nicht tun. Und aus der Tasche zog er einen Gegenstand, den man, wie ich später erfuhr, Trukar nennt. Den stieß er mit seiner ganzen Kraft Adam Engelbrecht in die Seite, sodass ein Loch entstand. Simsalabim. Das Gas ging auf diesem Wege ab und Adam Engelbrechts Leben war gerettet. Das kommt ziemlich oft vor, dass die Tiere sich an Klee überfressen. Dann bilden sich Gase im Leib. Aha. Ist lebensgefährlich? Ich möchte wissen, wie viele solche Schocks man aushält, ohne Schaden an Gesundheit und an Verstand zu nehmen. Ich glaube, Vilhamra liegt in einem selten schönen Winkel des Landes. Mächtige, bemooste Findlinge, die aussehen, als lägen sie seit der Eiszeit dort. Was sie auch tatsächlich tun. Hohe Berggipfel und düstere Föhrenwälder mit Teppichen aus weichstem Moos. Und etwas Lieblicheres kann Gott nicht geschaffen haben, als die grünen Wiesen mit all den Blumen und den kleinen Gehölze, in denen Birken und Ebereschen ihr helles Grün ausbreiten. Komm mal hierher! Hier ist die Schlucht! Vorsichtig! Oh, ist das tief! Boah, das ist aber tief. Oje. Ihr müsst euch auf den Bauch legen und euch dann bis zur Kante schieben. Den ganzen Nachmittag sonnten wir uns auf einer Klippe hoch oben über dem See. Inzwischen war es drückend heiß geworden.
Eigentlich musst du mächtig verknallt sein in Barbro. Wie kommst du darauf? Na, sonst würdest du nicht so viele Berge raufstrampeln und dich der Gefahr aussetzen, einen Hitzschlag zu bekommen. Ich starrte zum Himmel hinauf und tat, als hörte ich nichts. Ich mache mir eben gern Bewegung. Ach so. Aber kurze Zeit danach, kaum waren Erik und Kerstin mit etwas anderem beschäftigt, nahm er meine Hand und küsste sie hastig. Und mit der mir angeborenen Eitelkeit begann ich sofort darüber nachzugrübeln, was mich eigentlich besser kleiden würde. Ein kleiner Myrtenkranz? Oder eine Brautkrone? Aus Gold. Mit Bergkristallen. Wir könnten doch noch nach Mostorp rüber. Wie denn das? Wir gehen zurück zu den Rädern und dann machen wir eine kleine Tour. Bei der Hitze? Auf dem Rad hat man wenigstens immer Wind. Na dann los! Hey, guck mal, ich kann feiern! Wenn man die Landstraße am Blomkulla vorbei, einige Kilometer weiter fuhr, kam man zu einem Gut. Mostorp hatte ein weißes, zweistöckiges Herrenhaus, einen Park in englischem Stil, weithin berühmte Gartenanlagen und eine Herde von 70 Kühen. Lieber Erik, deine optimistische Annahme, dass etwas Wind gehen würde, wenn man auf dem Rad säße, war völlig unbegründet. Ja, sieht so aus. Mir kommt so vor, als ob die Luft steht. Der Himmel hinter uns war von dicken, drohenden Wolken bedeckt. Ich glaube, wir sollten nach Hause umkehren. Zu spät. Der Regen fiel so dicht, dass man den Weg nicht vor sich sehen konnte. Der Himmel wurde von zuckenden Blitzen erleuchtet. Jetzt kam ein wirklicher Höllenschlag. Kerstin schlingerte mit dem Rad und krachte in den Graben. Wir bremsten und machten kehrt, um sie aufzusammeln. Man kann ja auch nicht dauernd Spaß haben. Aber dein Ellbogen sieht gar nicht gut aus. Immerhin kann man uns jetzt besser unterscheiden. Kommt, wir gehen hinüber nach Mostorp. Ann und Viveka werden sich freuen, wenn Besuch kommt. Es war eine wenig ansehnliche Karawane, die 5 Minuten später in Mostorp die Freitreppe hinaufstieg. Das Haar hing in nassen Strähnen um unsere Gesichter. Und als wir auf der Veranda stehen blieben, bildete sich ein ganzes Sehnensystem um unsere Füße. Es öffnete uns ein Mädchen mit rotem Pullover, einem wütenden Airedale-Terrier und den hellsten grauen Augen, die ich je gesehen habe. Ach du meine Güte. Hallo Viveka. Hier siehst du 4 Landstreicher, die auf etwas menschliche Barmherzigkeit angewiesen sind. Oh, was ist denn mit dem Ellenbogen? Ein kleiner Blitzeinschlag. Das müssen wir verbinden. Ann, Invasion, komm her und hilf! Auf der Treppe zum oberen Stockwerk erschien ein zweites junges Mädchen offenbar an. Himmel, wie hübsch sie war. Genauso auszusehen hatte ich mir immer gewünscht. Oh je, was ist denn mit euch passiert? Was wart ihr hier? Jemand kam das Geländer heruntergerutscht und zog eine Pistole. Man darf nie an einem Samstagmorgen. Das ist das wilde Gesetz der Prärie. Ist schon gut, Klaas. Unser lieber kleiner Bruder. Klein? Nach seinem Gesichtsausdruck zu urteilen, rettete mich nur der glückliche Umstand, dass es tatsächlich Samstag war, vor dem sicheren Tod. Wir verbinden jetzt mal Kerstins Wunde. Und die übrigen. Nasse Sachen ausziehen. Zack, zack. Und diesen Schlafanzüge und Bademäntel. Danke. Ja, danke. Wie Vogelscheuchen saßen wir da in unseren Bademänteln und tranken Tee und fühlten das Leben in unsere Glieder zurückkehren. Wie können wir uns denn mal in der nächsten Zeit treffen? Kerstin und Barbro könnten doch jeden Nachmittag mit dem Rad herüberkommen und mit uns Tennis spielen. Das wird wohl nicht gehen, denn am Montag beginnen wir mit dem Verziehen der Rüben. Und da müssen wir mit anfassen. Ihr habt ja komische Hobbys. Wir müssen nun mal, ob wir wollen oder nicht. Wir haben nämlich harte und unmenschliche Eltern. Und das höchste Glück des Lebens ist die Arbeit. Ich überlegte einen Augenblick. Waren wir wirklich zu bedauern, weil wir arbeiten mussten? Ich sah Kerstin an. Sie wirkte nicht im geringsten abgearbeitet und versklavt. Im Gegenteil. Ich hatte sie nie so braun und frisch gesehen wie jetzt. Ich wusste, dass es bei mir genauso war. Vielen Dank nochmal. Tschüss. Und komm bitte bald wieder. Bitte. Tschüss. Bis bald. Oh, oh.
Montag gingen wir in die Rüben. Es war höchste Zeit. Die Rübenpflanzen waren schon ziemlich groß. Johann und Olle gingen voran und hackten einen Teil der Rüben weg. Edith, Kerstin, ich und vier von den Färmschen Kindern sollten das Verziehen besorgen. Hier sind zwei Rüben stehen geblieben. Und da auch. Und dort sogar drei. Ihr müsst das ordentlich machen, Mädchen, sonst könnt ihr es gleich lassen. Wie denn? Alles nochmal? Verstehst du denn nicht, Johann, dass eine kleine Rübe sich einsam fühlen kann? Ich finde, es sieht nett aus, wenn sie da so zu zweien stehen. So ein Unsinn. Los, weiter! Sklaventreiber! Die Sonne brannte unbarmherzig. Die Knie schmerzten und die Hände wurden müde von dem Kampf mit den Quecken. Was denn jetzt los? Plötzlich legte Kerstin sich lang auf den Boden. Ich kann so gut nachdenken, wenn ich liege. Nichts da, weiter! Ich will eine feine Dame sein. Ich will Seidenstrümpfe tragen und hohe Absätze. Ich will keine Rüben verziehen. Das höchste Glück des Lebens ist die Arbeit. Ich meine, ich hätte erst kürzlich eine kernige Predigt über dieses Thema gehört. Ich hätte mir eine Beschäftigung gedacht, die nicht ganz so verheerend für die Nägel ist. Als wir nach Hause gingen, waren wir müde. Besonders Kerstin. Sie blickte mit Abscheu auf ihren schmutzigen Trainingsanzug und die kohlschwarzen Hände. Gerade als ich wild mit den Armen fuchtelnd ihr vorhielt, sie müsse etwas weniger daran denken, wie sie aussähe, tauchte hinter einer Wegbiegung ein kleines rotes Sportauto auf. Und ich vergaß sehr schnell Kerstins Aussehen, nur um an mein eigenes zu denken. Denn in dem Auto, das unmittelbar vor uns bremste, saßen zwei junge Männer in Fliegeruniform. Sind Sie die neuen Landarbeiterinnen? Ja, billige Arbeitskräfte. Auf dem Gut von diesem etwas seltsamen... Was für ein Mann ist das eigentlich, dieser verrückte Major? Ach, das ist ein unerhörter Leuteschinder. Er verschont nicht einmal sein Eigenfleisch und Blut. Arbeit und Mühe von früh bis spät. Ja, dann gute Erholung. Als wir beim Abendbrot saßen, wurde aus Mostop angerufen. Ann und Viveka fragten, ob wir nicht herüberkommen und ihren ältesten Bruder begrüßen wollten, der gerade mit einem Kameraden auf Urlaub gekommen war. Aha. Mein lieber Watson, das Rätsel um das Sportauto ist gelöst. Wir rannten in unsere Zimmer und dort begann ein Betrieb, wie man ihn seit Menschengedenken nicht erlebt hatte. Wir bürsteten und kämmten das Haar, wir putzten die Zähne, wir polierten jeden Fingernagel und cremten unsere Rübenhände mit wohlriechenden Salben ein. Kommt aber rechtzeitig nach Hause. Morgen früh 6:30 wird geweckt. Vergesst das nicht. Ja, ja. In Mostop kam uns schon an der Einfahrt der kleine Bandit entgegen, der die Zunge herausstreckte wie ein Ameisenbär. Du kleiner, süßer, wohlerzogener Junge, könntest du wohl einmal die Zunge einziehen und uns sagen, wo deine Schwestern sind? Die sitzen im Baum. Im Baum? Ihr müsst die Treppe hinaufsteigen. Dann bekommt ihr eine Tasse Kaffee. Eine Holztreppe führte in den Ahorn hinauf. Einige Meter über dem Boden teilte der Stamm sich in vier kräftige Äste. Und dort waren Bretter gelegt, auf denen ein Tisch mit Bänken ringsherum angebracht war. Das ist mein Bruder Knut. Und dieser junge Mann ist sein Kamerad Christoph. Also dies sind die geplagten Töchter des unbekannten Leuteschinders? Christoph sagte zunächst nichts. Er saß nur da und starrte uns mit seinen tiefliegenden dunkelblauen Augen an. Und ich glaubte, er sei ein sehr schweigsames Individuum. Aber das erwies sich als Irrtum. Nach 10 Minuten war sein Mundwerk in Gang gekommen und er und Knut überboten sich in übermütigen Scherzen und halsbrecherischen Witzen und allerhand Unsinn. Was ich noch nicht erzählt habe, da war diese Landstraße, ja. Und die war frei. Ich sag's euch, 5 Kilometer und ich mit meinem Schlitten, ja. Freie Fahrt. Plötzlich fragte ich mich... Ja? Was Björn wohl gerade tat. Kommt man auf sowas? Und ich hatte Gewissensbisse, weil ich ihn nicht angerufen hatte, bevor wir weggingen, um ihm zu sagen, dass wir ausgehen wollten. Aber ich hatte nicht lange Zeit, darüber nachzudenken. Wie ist es, Barbro? Hättest du Lust, mal eine kleine Fahrt mit meinem Auto zu machen? Ich könnte gut jemanden brauchen, der mir ein bisschen die Gegend zeigt. Meinst du nicht, dass Ann und Viveka da geeigneter sind? Nein, nein, ich sehe dir doch an, was für eine prima Führerin du bist. All right.
Wenn man so prima ist, dachte ich, kann eine kleine Spazierfahrt nicht schaden. Das Auto war übrigens entzückend. Und wer weiß, ob Christoph es nicht auch war. Die ganze Woche verzogen wir Rüben und die ganze Woche war Björn krank. Mir tat er schrecklich leid. Ich rief täglich bei seiner Mutter an und fragte, wie es ihm gehe und ließ ihn grüßen. Aber wenn ich richtig rücksichtslos ehrlich gegen mich selbst sein sollte, so musste ich zugeben, dass es mir eigentlich ganz gut passte, dass er wenigstens am Donnerstagabend nicht nach Lillehammer kommen konnte. Denn da fuhr ich in dem roten Sportauto mit Christoph spazieren. Oh Jugend, wie bist du so schön. Und jetzt amüsiert euch gut. Worauf du dich verlassen kannst. Auf geht's! Wir waren zu Anns 18. Geburtstag nach Mostorp eingeladen. Es wurde ein traumhaftes Gartenfest. Und alle Mädchen schwebten in langen Kleidern wie Schmetterlinge über den grünen Rasen. Als Kerstin und ich spät in der Nacht auf den Feldbetten nebeneinander lagen, erzählte sie mir, dass sie vorhin auf dem Fest an einer einsamen Stelle im Garten plötzlich Christoph gegenübergestanden hätte. Erzähl! Plötzlich hat er mich heftig am Arm gepackt und dann hat er gesagt, Mädchen? Mädchen, heute Abend tanze ich jeden Tanz mit dir. Darf ich darauf aufmerksam machen, dass ich Kerstin bin und dass Erik, der schrecklich stark ist, jeden Augenblick hinter dem nächsten Gebüsch auftauchen kann? Aber wenn du eine mit einem braunen Fleck auf der linken Wange siehst, kannst du es ja bei ihr versuchen. Oh, entschuldige bitte. Und alles wurde noch lustiger. Der Mittsommertag kam wie eine heitere Festfanfare mitten in der Heuernte und an dem sonnenhellen Morgen hisste Papa die Flagge an der Fahnenstange von Lillehammer. Johann ging unnatürlich fein in einem dunkelblauen Cheviot-Anzug und mit wassergekämmtem Haar umher. Am Nachmittag versammelten sich alle Bewohner von Lillehammer unten auf der Wiese, um den Mittsommerbaum aufzurichten. Als ich mich gerade auf einen Stein niedergelassen hatte, um mich auszuruhen, da tauchte Björn neben mir auf. Hallo, Barbro. Ich freute mich so, dass ich richtig zusammenfuhr. Hallo, Björn. Ich hatte das Gefühl, als hätte ich ihn seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Wie geht's dir? Er war ziemlich blass. Ja, es geht so. Und ich empfand nagende Gewissensbisse. Gerade als wäre ich daran schuld, dass er so blass war und nicht der Luftröhrenkatar. Ja! Was? Mit mir. Ich tanzte mit Papa, mit Johann, mit Olle, Erik, Knut und mit Björn und mit Christoph. Aber vielleicht am meisten mit Christoph. Elfenkind, du tanzest so leicht. Es kam mehrmals vor, dass er und Björn mich gleichzeitig aufforderten und ich weiß nicht, wie es zuging. Immer trug Christoph den Sieg davon. Doch, ich weiß schon, wie es zuging. Ich tanzte nämlich lieber mit Christoph, so einfach war es. Christoph meinte, wir müssten die balsamische Luft einatmen. Und er schleppte mich zu einem Weidezaun, wo wir uns hinsetzten. Ich finde es reizend, so von fern die Ziehharmonika spielen zu hören. Du nicht auch? Oh ja, das finde ich auch. Aber gerade da tauchte Björn vor uns auf. Darf ich bitten, Barbro? Ich wusste nicht recht, was ich tun sollte. Björn sah mich bittend an und Christoph hielt meine Hand. Können wir nicht lieber den nächsten Tanz tanzen? Ich bin so müde. Wie du willst. Und damit drehte er sich auf dem Absatz herum und ging. Und ich rinfi ließ ihn gehen und war völlig zufrieden. Jeder Zoll ein Vamp. Als der nächste Tanz begann, kehrten wir in die Scheune zurück. Aber kein Björn war zu sehen. Weder jetzt noch später. Er war verschwunden. Und nicht einmal da kümmerte ich mich darum. Oh, fast hätten wir das vergessen. Was vergessen? Wir müssen doch noch über 9 Zäune springen und 9 verschiedene Blumen pflücken, die wir unter unser Kopfkissen legen und dann träumen wir heute Nacht von unserem zukünftigen. Na dann los! Auf geht's! Wir sprangen rasch über den ersten Zaun ins Birkenwäldchen. Ich lehnte mich an den Zaun und atmete tief ein. Wie still war alles und wie es duftete. Nie hatte ich den Birkenduft so gespürt wie in dieser Nacht. Alles war so unerträglich schön. Es war Sommer und ich war 16 und würde 17 werden und 18 und 19 und Kerstin war da und die Birken dufteten. Dicht neben mir stand eine kleine Birke und duftete, als bekäme sie dafür bezahlt. Und in meinem wilden Taumel schlang ich die Arme um den Stamm und küsste ihn. Jawohl, das tat ich.
Und hätte Kerstin es gesehen, ich hätte sie auf der Stelle erwürgt. Sommernacht. Mir war, als hätte ich nie ein schöneres Wort gehört. Da musste ich plötzlich an Björn denken. Und in mir tat irgendetwas furchtbar weh. Was hatte ich getan? Was hatte ich nur getan? Guten Morgen, Barbro. Guten Morgen, Kerstin. Und? Von wem hast du heute Nacht geträumt? Oh je. Na sag schon. Ist mir peinlich. Und? Von Johann. Abend für Abend hielt das rote Sportauto vor unserem Tor und Christoph und ich machten eine kleine Tour. Aber merkwürdigerweise gefiel es mir mit jedem Mal weniger. Und ich war immer traurig, wenn ich ins Bett ging. Die bekannte Hupe ertönte am Tor und ich musste das Gesicht schnell in kaltes Wasser tauchen und die Bastenmütze aufs Ohr drücken. Dann geh schon und mach alles richtig. Christoph war fröhlich, wie immer. Ich bin verknallt in dich, Barbro. Du bist nicht wie andere. Du bist anders als alle anderen Mädchen, die ich je getroffen habe. Wie vielen kleinen Mädchen hast du auf diese Weise schon den Kopf verdreht? Aber Barbro, du bist viel zu jung, um so zynisch zu sein. Das ist kein Zynismus, das ist gesunder Menschenverstand. Was? Weißt du, Christoph, ich habe alles herzlich satt. Und ich denke, dies sollte das letzte Mal sein. Das waren schöne Ausflüge, aber du solltest dich jetzt nach einem anderen Mädchen umsehen. Das Leben auf Lilhamra ging seinen gewohnten Gang. Das Heu musste unter Dach gebracht werden. Auch wenn ich inzwischen vor Kummer einging. Eines Tages im Juli bekam Frau Färm starke Leibschmerzen und da sie einer Familie angehörte, die lieber alle möglichen Qualen erlitt, als dass sie sich dem Besuch eines Arztes unterworfen hätte, lag sie zu Hause, bis der Blinddarm platzte. Da kam der Krankenwagen, um sie in das Krankenhaus im Städtchen zu bringen. Was mache ich nur? Vielleicht könnten Sie zunächst jemanden finden, der die Wirtschaft und die Kinder so lange versorgt, Färm. Ich versuch's. Aber das Ergebnis war schlecht. Auf dem Land darf ein Mensch ganz einfach nicht krank werden. Sofort entsteht ein Chaos. Mama? Wie wäre es, wenn ich das Amt übernehmen würde? Ich dachte, dann brauchte man vielleicht nicht so viel an seinen Herzenskummer zu denken. Meinst du wirklich, du könntest das? Warum nicht? Ich setzte eine mütterliche Miene auf, band eine große Küchenschürze um und begab mich an meine künftige Wirkungsstätte. Auf den Stufen vor Ferms Haus saßen die Mutterlosen, alle flachshaarig und blauäugig. Liebe Kinder, ich werde nun in der nächsten Zeit für euch sorgen. Aber vergesst nicht, ich verlange blinden Gehorsam. Dummerchen! Wie bitte? Ich machte Wasser heiß und stellte eine große Wanne auf die Treppe vor dem Haus. Alle mal herkommen. Bewaffnet mit Bürste und Seife machte ich mich über die armen Kinder her. Sie hatten die Säuberung nötig, mehr sage ich nicht. Wenn man sie so etwa 10 Minuten geschrubbt hatte, begann man an das Kind selbst heranzukommen und die helle Grundfarbe wurde sichtbar. Sie murrten etwas, aber ich ging wie eine Naturkraft auf sie los, unerbittlich. Zum Schluss nahm ich den Gartenschlauch und besprengte sie damit und das gefiel ihnen besser. In den nächsten Tagen übernahm ich den gesamten Haushalt, kochte, wusch, putzte, brachte die Kinder zu Bett und eigentlich war es eine schöne Zeit. Aber auf die Dauer reichte meine ungeschulte Arbeitskraft nicht aus, die Wirtschaft zu führen. Schließlich war ich so erschöpft, dass ich ärgerlich und zornig auf die Kinder wurde. Ich wollte Waffeln zum Abendbrot für sie backen, aber alles misslang. In dem Augenblick kam Kalle herein mit einem großen Loch im Hosenboden. Du musst es gleich zusammennähen, sonst kann ich morgen nicht rausgehen. Hast du keine Hosen mehr? Gehst du eben ohne Hosen? Hast du keine Hosen mehr, gehst du eben ohne Hosen. Wer auch nur noch eine Silbe von diesem Vers von sich gibt, bekommt die Prügel seines Lebens. Hast du keine Hosen mehr, gehst du eben ohne Hosen. Ich knallte die Tür hinter mir zu und lief hinaus. Zuerst wollte ich direkt nach Hause gehen und mich mit meinem Kummer im Bett vergraben. Aber es war ein wunderschöner Abend und ich schleppte mich zu dem Wäldchen, wo wir immer an eine Birke gelehnt gesessen hatten. Guten Abend. Björn. Guten Abend. Guten Abend, Herr Söderlund. Aber liebe Barbro, was ist denn los?
Weshalb weinst du? Ich meine, weil Kalle sich die Hosen zerrissen hat. So ein großes Unglück ist das doch nicht. Doch. Übrigens bin ich selbst ein ganz großes Unglück. Kümmere dich nicht um mich. Such dir ein anderes Mädchen, eine, die sich nicht wie eine völlige Idiotin benimmt. Ich will aber kein anderes Mädchen suchen. Ich wollte dich bloß fragen, ob du Lust hast, mit zum Mühlenhofsee zu gehen, zum Angeln. Aber du magst vielleicht nicht. Oder willst du? Ob ich will? Ich gehe mit dir durch ganz Güterland, wenn ich darf. Meine ganze Müdigkeit war wie weggeblasen. Ich hatte vielmehr einen solchen Überschuss an Körperkräften, dass ich nicht wie gewöhnlich gehen konnte, sondern alle möglichen unmotivierten Bocksprünge machen musste. Und als ich auf einem Stein am Mühlenhofsee saß und auf den Schwimmer starrte und Björn auf einem Stein in 2 Metern Entfernung wusste, da war ich so froh, dass ich hätte schreien können. Björn? Du findest sicher, dass... Gerade da zupfte es an der Angelschnur. Ich zog einen prächtigen kleinen Barsch heraus. Björn, wie ich dir vorhin sagte... Da zupfte es wieder ein Barsch. Zum 3. Mal warf ich die Schnur aus. Björn, ja, was ich dir sagen wollte, war nur, dass ich... Na, sag schon. Naja, ach, ich dachte, es würde wieder einer anbeißen. Dann brauchte ich es nicht zu sagen. Es ist so schwer, weißt du. Dann sag es doch nicht. Es genügt, dass wir ja wieder auf unseren Stein sitzen, finde ich. Das genügt mir auch. Aber wenn ich mich beeile, kann ich doch vielleicht doch noch verzeih mir sagen, ehe der nächste Barsch sich in die Unterhaltung einmischt. Oh, hast du gemerkt, dass ich es jetzt gesagt habe? Ja, das habe ich gemerkt. Aber merkst du, dass es wieder anbeißt? Zum Teufel, zieh die Angel raus und heul nicht. Es ist alles in Ordnung. Dies ist eine Einladung zum Krebsfest auf Lillehammer am nächsten Samstag 20 Uhr. Bedingung ist, dass die Gäste beim Fang der Krebse helfen, da man nicht verlangen kann, dass die Krebse von selbst kommen. Ort des Krebsfangs, Mühlensee, Zeit, Freitag, 20 Uhr. Und es folgte das nächste Fest. Eigens für den Besuch unseres Vetters erfand Kerstin das sogenannte Krebsfest. Wir fingen die Krebse selbst, wir sammelten Pfifferlinge am Hang. Wir pflückten 3 Liter Himbeeren, kurz... Das gesamte Essen fürs Fest kam aus der Natur. Wie viel die Krebse und Pfifferlinge und Himbeeren wohl in der Stadt gekostet hätten? Und dann musst du bedenken, dass wir die Eier für die Omelettes von unseren eigenen Hühnern haben und Sahne für die Himbeeren von unseren eigenen leiblichen Kühen. Es ist doch großartig, Bauer zu sein. Es wurde ein rauschendes Fest. Der Mondschein lag wie Silber auf dem Wasser. Und wenn wir nur eine einzige Sekunde still waren, konnten Björn und ich den Gesang der Grillen hören. Bin ich froh, dass ihr hierher nach Lillehammer gezogen seid. Ja. Weiß Gott. Ja, wer meinst du es nicht froh darüber? Keiner. Unser Vetter reiste ab und der alte Trott begann wieder. Eine ungeheure Einmachwut hatte Mama gepackt. Und wir putzten Gemüse, bis wir nachts von Zuckererbsen und Blumenkohl und Wachsbohnen träumten. Und wir teilten in höchstem Maß Mamas Befriedigung, als die Regale im Keller sich unter der Last unzähliger Gemüsegläser bogen. Ist die Gefahr für eine Belagerung wirklich so groß, dass wir all dies Mus haben müssen? Ein Landhaushalt muss sich selbst versorgen. Der Winter ist lang, Kind, und du weißt nicht, wie es nächstes Jahr mit Obst wird. Ach, Papa, du bist doch kugelrund wie eine Fetthenne. Denk dran, dass du mit deinem Vater sprichst. Genau das tue ich ja. Ach, Nils, wenn du nicht immer so schrecklich schwach gegen deine Töchter wärst. Ich weiß, aber das wird jetzt anders. Die Spatzen sollen erzogen werden, hart und schonungslos. Ich werde schon in den nächsten Tagen damit anfangen. Vielleicht am, sagen wir, Donnerstag? Prima. Sagen wir zwischen 11 und 12. Später habe ich keine Zeit. Die Wochen vergingen und jeden Tag wurde die Luft ein wenig kühler.
Eines Tages im Oktober geschah etwas, was mich im tiefsten Innern erschütterte. Björn kam ganz unvermutet mitten am hellen Tag nach Lillehammer geradelt und erzählte mir, er werde nach Stockholm fahren. Wie bitte? Ja, wohl für 2 Monate, bis ich mein Physikexamen nachgeholt habe. 2 Monate? Boah. Wir trafen uns in der folgenden Woche jeden Abend, bis der grausame Tag kam, an dem wir uns trennen mussten. Ich begleitete ihn ein Stück durch die Allee. Er schob das Rad und wir gingen nachdenklich über einen Teppich von gelben Pappelblättern, die unter unseren Füßen raschelten. In Frankreich sagt man, Abschied nehmen ist ein wenig wie sterben. Das ist falsch. Meinst du? Ja. Abschied nehmen ist nicht ein wenig, sondern ganz und gar wie sterben. Aber 2 Monate sind keine sehr lange Zeit. Du weißt nicht, wovon du redest. 2 Monate sind 5.184.000 Sekunden. Ich habe sie nämlich ausgerechnet. Aber für dich ist es vielleicht nicht so schwer. Du landest wahrscheinlich mitten im rauschenden Leben und triffst eine Menge grässlicher Stockholmerinnen, die dir den Kopf verdrehen möchten. Vermutlich. Die gute alte Barbo wirst du wohl bald vergessen. Werde ich nicht. Ich werde all die 5 Millionen Sekunden an sie denken. Mit dem braunen Leberfleck und mit allem. Ich begleitete ihn noch bis zu der Esche, deren Rinde Papa abgeschält hatte. Pass gut auf dich auf. Vergiss nicht, dass du Luftröhrenkatarrh gehabt hast und bei feuchtem Wetter ein Tuch umbinden musst. Jawohl. Und Galoschen und Regenschirm, wenn es regnet. Na dann. Na dann. Ich blieb stehen und sah Björn nach, wie er den Hang hinuntersauste. Und an der allerkritischsten Stelle, wo der Weg eine Biegung macht, dreht er sich um und winkte mit der Mütze. Idiot, Mensch! Pass auf! Dann ging ich nach Hause. Feuchte Pappelblätter fielen mir auf den Kopf. Vor dem Tor traf ich Papa und Kerstin, die den Rundgang machen wollten, ehe die Dämmerung kam. Und ich ging an Papas anderer Seite mit. Überall herrschte stiller Friede. Am Nordgatter pflügte Johann. Die Erntearbeit war für dieses Jahr beendet. Als wir auf den Weg kamen, drehte ich mich um und sah ihn. Klein, zuverlässig, freundlich und treu. Dort hinterm Pflug gehen und plötzlich übermannte mich eine Zärtlichkeit für ihn und ich rannte, ohne mich erst zu besinnen, zurück quer über alle Ackerfurchen. Was ist denn jetzt los? Johann, ich hab dich lieb. Johann, sehr lieb. Ich dachte, jetzt muss er ja glauben, dass bei mir eine Schraube locker ist. Fehlte auch noch, dass es anders wäre. War sonst noch was? Nein, sonst nichts. Aha. Zwischen den Bäumen schimmerte unser kleines weißes Haus. Ein leichter, wolliger Nebel kam vom See herauf. Es war Herbst, kein Zweifel. Unser strahlender Sommer war vorbei, aber das machte nichts. Wir kamen dem freundlichen Lichtschein immer näher. Auf der Treppe drehte Papa sich um und blickte über seine Felder hin, die langsam in Nebel und Dämmerung verschwanden. Heute Nacht gibt es bestimmt Regen. Das werdet ihr sehen. Dann gingen wir ins Haus. Kerstin und ich. Nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Astrid Lindgren. Aus dem Schwedischen von Else von Hollander-Lossow. Barbro, Effi Rabsilber. Kerstin, Tanja Kahana. Mama, Uta Halland. Papa, Helmut Kraus. Johann, Klaus Manchen. Björn, Kostja Ullmann. Erik, Peter Sikorski. Christoph, Tobias Graupner. Knut, Nico Eleftheriadis. In weiteren Rollen Florian Bossert, Jonas Fürstenau, Susanna Fernandes, Ginebra, Achim Hall, Caroline Junghans, Mandy Rutzki, Niklas Tutsch. Ton und Technik Rolf Knapp und Renate Tiffert. Regieassistenz Nicole Paulsen. Musik Henrik Albrecht und Gerd Bessler. Hörspielbearbeitung und Regie Oliver Sturm. Produktion Südwestrundfunk 2007. Dramaturgie Uta Maria Heim.